Hey ho, willkommen zurück zu The Dark Side Detective. Tobi sagt The Dark Side Detective. Wir sind drinnen nach 24. Die 23 kam gestern. Und mit der 23 gestern haben wir dann eben Dawn of the Dead abgeschlossen. Schöner Fall. Alle Fälle sind schön. Kann man nicht sagen. Aber hier auch schöner Fall gewesen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Drei Bonusfälle hier unten noch. Die 7, die 8 und die 9. By Heart ist quasi jetzt dann eben der nächste, der ansteht. Bin gespannt, wir steigen ein. Mal gucken, was los ist. Fallzusammenfassung. Heiligabend ist die perfekte Zeit für Last-Minute-Einkäufe, nicht wahr? Steht oben drüber. Oh, da bin ich auch gespannt. Weihnachtsfall dann. Wird ja immer wieder ausgestrahlt dann eben die Die-Hard-Filme. Ich weiß nicht, ob alle Die-Hard-Filme, aber zumindest doch der erste, weil der auch ein bisschen was mit Weihnachten möchte, meinen zu tun hat. Bruce Willis dann. Schöner Film, auf jeden Fall. Actionkracher, natürlich doch. Ich weiß nicht, ob es nur drei Filme gab. Also es gibt die drei klassischen und dann gab es nochmal so einen neueren, glaube. Oder ist der neuere schon der dritte? Ey, ich weiß das gar nicht. Aber ja. Gebe ich mir auch nicht unbedingt zu Weihnachten. Bei mir, da ist das daneben immer, ja, eher die Griswolds. Die sind das dann, die bei mir dann eben flimmern. Oder so ähnlich dann eben, solche ähnliche Filme. Kevin allein zu Hause auch gern mal. Aber wir gucken hier mal rein. Bin gespannt, was hier los ist. Wir haben einen kleinen Burschen mit dabei. Das ist ja cool, ey. Weihnachten. Perfekt für einen Last-Minute-Urlaubseinkauf. Ach. Als ich ein Kind war, bedeuteten Urlaubseinkäufe, neue Badehosen für den Strand zu kaufen. Bass haben wir mit dabei. Haben wir Bass schon mal irgendwann gesehen? Ey. Als du ein Kind warst, dies, das, alte Leute, gehen wir zum Weihnachtsmann. Geht gleich los, kleiner Bass. Twin Lakes Einkaufspassage. Okay. Parkplätze dort? Das ist nicht die Zeit, um zum Auto zurückzugehen. Okay. Was meint denn der kleine Bass? Ich kann es kaum abwarten, den ganzen Tag Filme zu sehen und zu naschen. Und meiner Mutter mit dem Abendessen zu helfen. Okay, was meint Dooley? Ich hoffe, der Weihnachtsmann hat meinen Brief bekommen. Lass mich in Ruhe. Stopp. Hör auf. Stopp. Autsch. Stopp. Stopp. Okay, lass dich ja schon in Ruhe, Frankie. Lass mal hier außen noch checken, mal eben kurz mit dem Mauszeiger zumindest ein bisschen was abhauern. Wo hier nicht doch noch irgendwie was haben, aber ist nicht. Eingang nur, wir gehen mal rein. Oh, ein Roboter, ein Polizeiroboter, Mann, ey. Sieht aus wie ein Fallout, Mallbot 5000. Halt, Käufer, das ist der Grund deines Besuches. Beziehungsweise, ich meine, was ist der Grund deines Besuches? Einkaufen. Einkaufen? Zu welchem Zweck? Ganz klar, Last Minutes Weihnachtsgeschenke. Last Minutes, sage ich schon wieder. Eure Geschichte stimmt. Denkt daran, ich bin das Gesetz hier und meine Kameras decken 26% des Platzes ab. Nicht alles passiert, ohne dass ich etwas davon mitbekomme. Okay, Überwachungsbot. Infopunkt. Weihnachtsbaum hier hinten, kannst du auch nicht ran. Dekoration hier oben noch. Sie haben dieses Jahr wirklich alles gegeben. Ich weiß, viel besser als der Pappbaum mit nur einem Licht vom letzten Jahr. Man kann bei dem richtig das Plastik riechen. Ach, zu gut, Dooley. Dooley, steig da nicht rein. Oh, plötzlich sind wir also zu fein, in Tonnen zu wühlen, was? Kann ich eins davon zu Weihnachten haben? Auf keinen Fall, Mister. Letztes Jahr wolltest du einen Roboter und dann hast du dich nicht mehr um ihn gekümmert. Ich durfte ihn dann für dich baden. Hey, deswegen ist er durchgebrannt. Ich liebe Weihnachtsmusik. Ich weiß, Kumpel, du spielst sie seit Halloween im Auto. Ja, du hast recht. Ich habe dieses Jahr ziemlich spät damit angefangen. Zu gut. Erinnert mich an eine Weihnachtsplaylist in Spotify. Oh ja. Mann. Infopunkt. Zum Glück gibt es hier eine Karte. Diese Orte sind riesig. Ich verlaufe mich jedes Mal.
Dulli, die Einkaufspassage ist nur 20 Bildschirme groß. Oh, so groß, ey, echt? Oh Mann, Mann, Mann. Okay, okay, stimmt. Hat hier unten mit dem Plan dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 habe ich zählig. Okay, oben 6, unten 5. Macht 11, also anhand der Kästchen daneben hier. Alles klar, Überwachungsbord. Warnung, begeht kein Verbrechen, Käufer. Ein Verbrechen ist für das Leben, nicht nur für einen Urlaub lang. Okay, alles klar. Gehen wir mal weiter, Rolltreppe drüben. Gut. Oh, kommst du sogar hoch anscheinend. Rolltreppe nach oben. Fotos kannst du hier auch knipsen lassen. Gehen wir doch mal rein, oder? Fotoautomat? Denkst du, was ich denke? Du weißt es. Unisono Fotobombe! Oh, gibt's sogar eine Errungenschaft. Für immer beste Freunde. Dulli und Frankie drauf. Wie gut, wie gut. Mann, Mann, Mann. Das ist so mega. Easy. Denkst du, was ich denke? Du weißt es. Fotobombe! Oh, wieder die gleichen Fotos, okay? Easy. Zu gut, zu gut. Fressmeile kommen wir da noch rüber und zum Eingang zurückkommst du hier auf der linken Seite. Wir bleiben mal unten erstmal. Da haben wir auch schon die Fressmeile. Ey, Agnes, die kennen wir aber, oder? Norman noch nicht, aber ich möchte meinen, die Agnes, die haben wir schon mal gesehen. Und zwar auf diesen Campingplatz, möchte meinen. Und ich dröme, ich habe hier verdrömelt, mir die Zeit, glaube ich, einzuschalten. Nee, habe ich nicht. Cool. Die läuft sogar noch. Alles klar, alles klar. Das ist ja prima gut. Zeitungsstand? Eine kostenlose Ausgabe der Quinlake Times. Besorg mir eine, ja? Ich möchte die Sportergebnisse lesen. Gegenstand erhalten, Zeitung. Cool. Oben dann, News. Alles klar. Menü? Hot Dogs, Burger, Putenschenkel. Das klingt alles so köstlich. Ich weiß nicht, was ich bestellen soll. Ihr könnt alles ignorieren. Haben einen Topf. Was ist herzhaftes Wintervergnügen? Wie ist er gewürzt? Weiß nicht, kann nur einen Topf sagen. Ich nehme nur eine Limonade. Hab nix Limo, hab nur einen Topf. Blubbernden Eintopf. Hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre, aber ich habe meinen Appetit verloren. Zu gut, zu gut. Norman, was hast du? Eierflipstand. Okay. Milchige Eiflüssigkeit. Der Geschmack der Feiertage. Zu gut. Ist echt so. Ist echt so. Mann, Mann, Mann. Eierflip gefällig, mein Freund. Wir haben alle Varianten. Eiergeschmack, Flipgeschmack, Milchgeschmack. Ja, vielleicht. Gib mal was her, gib mal was her. Nein, danke. Wir brauchen erst ein Gefäß, oder wie? Du hast doch genug Gefäße da auf deinem Wagen. Vielleicht später dann. Wer weiß, hat uns hier erwartet, ob die Darkside wieder irgendwo aufgegangen ist. Und es irgendwo Stress gibt dann auch. Diese Einkaufspassage dann. Agnes, was machst du denn hier? Ich hier arbeite, wenn Lager ist geschlossen. Das Camp schließt. Ich muss ein paar Anrufe machen. Die sind sogar im Winter da. Wie gut, Devin. Er wird jeden Moment hier sein, richtig? Nein, Devin, wird er nicht. Oh, das heißt... Weihnachtsverzichtsabzeichen. Yay! Auch eine Errungenschaft wieder. Cool. Unabhängigkeit. Yay, steht unten. Als Errungenschaft-Text? Mann, 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 das ist auch nicht übel. Agnes, was machst du denn hier? Oh, ich dachte, die Agnes, die könnte uns hier vielleicht noch ein bisschen was weiterhelfen. Aber nope. Okay. Springbrunnen dann nach rechts rüber. Ja, ich glaube, ich habe hier schon alles abgehabert. Gehen wir mal weiter. Oh, wie schön, ey. Was für ein Riesenbaum auch. Die Riesengeschenke auch. Das ist beeindruckend. Das erstreckt sich so weit, das Auge reicht. Dulli, es berührt nicht einmal das Da. So weit das Auge reicht. Zu gut. Geschenke hier unten. Gratisgeschenke. Unsere Arbeit hier ist erledigt. Nope, sie sind leer. Weiter geht's. Schade eigentlich. Okay.
Weihnachtsbaum. Diese Dekorationen sind ziemlich beeindruckend, oder, Dule? Das ist nichts gegen den Baum, den ich schmückte, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Den ich schmücke, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Warte, es ist Weihnachten und du hast noch keinen Baum? Ich habe ja schon 7 Stück aufgestellt, aber bei dem für heute Abend ziehe ich alle Register. Zu gut, zu gut. Springbrunnen können wir natürlich auch checken, cool. Ich habe noch nie ein Sitzwaschbecken mit so viel Power gesehen. Ah, oh Mann, Duli, du fetzt, ey. Rüber zur Grotte geht's hier gar noch, zurück zur Fressmeile. Gehen wir mal zur Grotte rüber. Santa, oh, eine richtige Hütte hier mit solch Elf daneben davor, cool. Grotte des Weihnachtsmannes. Das ist alles, was ich mir erhofft habe und mehr. Gehen wir! Glücklicher Elf. Willkommen in der Grotte des Weihnachtsmanns, wo alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ach, hoffentlich bald Feierabend. Okay, gibt's hier. Ey, ich muss hier ständig, stets und ständig überall ein bisschen weit rumhavern. Aber ich glaube mal, diese Bonus-Fälle sind ziemlich einfach gestrickt, sonst hätten wir irgendwann schon mal was mitnehmen können an irgendwelchem Zeugs. Bin gespannt, wie es weitergehen wird. Weihnachtsmann, ho, 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 fröhlich Weihnachten alle miteinander. Die lustige rote Essensmarke. Schau sich mal einer diese feinen Trio-Jungs an. Ich hoffe, ihr wart das ganze Jahr über brav. Gut, wir waren fantastisch. Wir verdienen dieses Jahr Berge voller Süßigkeiten in unseren Strümpfen. So wie es sich für Stadtretter gehört, lieber Weihnachtsmann. Ein Stadtretter, was? Dann musst du Detective McKing sein. Ich albere nur herum. Ich weiß doch, dass du Frank Francis bist. Ich bin der Weihnachtsmann, ich sehe alles. War nur Spaß. Ach. Leute, der Weihnachtsmann hat einen engen Terminplan. Stellt euch an und wartet, bis ihr dran seid, ja? Okay, Buzz, du hast den glücklichen Elfen gehört. Stell dich in die Schlange und wir besorgen in der Zwischenzeit Geschenke für dich und deine Mom. Ist das okay, ihn hier allein zu lassen? Detective, das hier ist Twin Lakes zur Weihnachtszeit. Was könnte hier jemals schiefgehen? Okay, wir lassen ihn trotzdem hier. Onkel des Jahres, hier. Wer? Wo? Vielleicht kriege ich mal irgendwelche Tipps, weil ich glaube, dass ich sie brauche. Wie heißt das? Dumpfohrkind? Hebeliges Kind? Und glücklicher Elf dann hier. Und Buzz. Leute, geht raus hier. Das ist mir vor Vater Kapitalismus peinlich. Hebeliges Kind. Ich hoffe, meine Hände tauen auf, bevor ich den Weihnachtsmann treffe. Ich hasse es, aus Versehen meine Geschenke fallen zu lassen. Oder schlimmer, einen schwachen Händedruck geben. Man hinterlässt nur einmal einen ersten Eindruck. Da hast du wohl recht, ey. Dumpfohrkind. Du bist der nächste Kleiner. Du bist der nächste Kleiner. Was? Lenny ist das. Okay, okay. Anspielung an Kenny vielleicht? Nee, glaube nicht. Ich sagte, du bist der Nächste. Okay, Mister, sag mir einfach, wenn ich dran bin. Ich kann es kaum erwarten. Bildet eine ordentliche Reihe, Kinder. Und große Kinder, ich hasse mein Leben. Große Kinder. Ho, 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 fröhliche Weihnachten alle miteinander. Was für ein tolles Gespann ihr zwei doch seid, oder? Tag ein und Tag aus immer damit beschäftigt, die Stadt zu retten. Warte, woher weißt du davon? Ich sag's nur, Zwinker. Ich hasse es, wenn Leute Zwinker sagen. Okay, glaube, den kennen wir. Du kannst der schlechten Auflösung die Schuld geben. Zu gut, zu gut. Ein Haufen Weihnachtsgeschenke? Hey, Detective, wenn wir die hier konfiszieren, hätten wir unseren Einkauf in der gleichen Zeit beendet, die es dauert, Bericht Jot 37 auszufüllen. So sehr ich in Versuchung geraten könnte, ich glaube nicht, dass deine Schwester in einem Haufen schlecht gemachter Kinderspielzeuge rumwühlen will. Hey, dafür habe ich Stunden gebraucht. Zu gut, zu gut. Weiter geht's hier drin nicht. Wir können den Kleinen also quasi hier lassen und weiter dieses Kaufhaus, denke,
abchecken, okay. Spielhalle hier drüben noch? Cool, ey, können wir zocken gehen? Das ist ja mega. Kannst sogar betreten, Mülleimer. Müssen wir jeden Mülleimer durchsuchen, den wir finden? Ja, besser ist, hier hast du nur Feueralarm. Warum sollte jemand einen Feuer alarmieren wollen? Diese Dinger sind gefährlich, wenn man ihnen Angst einjagt. So gut. Spielhalle, wir gehen mal rein, wir gehen mal rein. Faith Invaders, so gut. Zombie-Munch. Haben wir hier noch einen Greifautomaten? Den Pete, der steht da rum. Und kaputter Spielautomat dann. Emily hier vorne dann. Wir gucken mal, was Dooley meint. Die Spielhalle ist der schönste Platz auf der ganzen Erde. Da hast du wohl recht, da hast du wohl recht. Ey, damals, oh ja, damals, in unserer Gegend nie eine Spielhalle gehabt, aber ja, im Autokino immer gezockt an irgendwelchen Automaten. Da gab es einen Sega-Rallye-Automat. Da habe ich so manchen Film mit, ja, verpasst dann eben. Einfach weil ich zocken wollte, gegen irgendwelche anderen fahren wollte dann eben. War so ein Koop-Automat oder so ein Versus-Automat mit zwei Sitze dann und jeweils ein Lenkrad. Ja, oder auch, ja, im Vergnügungspark dann auch oftmals Automaten, da eben mich dran gewanzt. Mann, 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 ey. Faith Invaders. Oh, können wir zocken, ey? Okay. Hier kannst du tatsächlich noch zocken. Das ist ja mega. Faith Invaders mit Kirchen. Das Blockaden unten. Das ist auch zu cool. Kann ich gedrückt halten? Die kann ich nicht. Ey, jetzt zocke ich hier eine Runde Faith Invaders, oder was? Ah, ich kann sogar hier oben mit dem Mauszeiger schwach draufhabern. Cool. Komm, die räumen wir noch alle ab. Das dauert jetzt ein Weilchen. Aber warum nicht mitnehmen? Warum nicht mitnehmen? Ey, ich hoffe mal, die anderen Automaten, die kannst du auch noch besuchen. Oh, ich hoffe mal, die Zeit, die reicht auch hier für die Folge gerade, ey. Oh Mann. Die werden schneller, natürlich. Je mehr man abräumt, war in Space Invaders natürlich auch der Fall. Ich wollte sagen, ich hoffe mal, die oben, die ballern nicht irgendwann mal fies los, ey. So richtig was runter. Alter, wie willst du da noch treffen, ne? Warte mal, wir werden mal gezielt vor. Na, obwohl. Komm schon, er hier hinten, er ist schon fast unten und reißt unsere Kirche ein. Einfach Dauerfeuer hoch. Irgendwann wird schon mal was sitzen. Okay, da schon. Zack. Und hier noch. Oh, der war ein bisschen mal zu früh. Krieg aber. Krieg, oh, Krieg hin. Yes. Oh, komm schon. Einfach bloß Punkte hier sammeln. Oh Mann, das kann jetzt echt dauern. Schade, dass man nie draufbleiben kann. Mir pennt so langsam der Finger ein. Aua, das habe ich gar nicht kommen sehen, ey. Mann, Mann, Mann. Wir haben aber in der nächsten. Aua! Ey, das mache ich jetzt nicht mit Absicht. Ich guck bloß immer nach oben. Daneben. Ob ich da überhaupt was treffe? Wollte sagen, die Folge muss bald vorbei sein. Wir haben aber in der nächsten dann natürlich weiter hier reingucken. In die Spielhalle. Ey, kann sogar Schüsse wegblocken. Cool. Mal gucken, was da noch für Games lauern daneben. Was Zombie-Munch ist. Mal gucken, mal gucken. Oder ob es hierfür auch Errungenschaften gibt irgendwann mal. Ich habe nur ein einziges Leben da oben, sehe ich gerade, und bin bei 1690 Punkte. 1730 gerade. Okay, können wir austreten. Gucken, was der Timer sagt. Eine Stunde, eine Minute, 27 noch. Gehen wir hier noch kurz ran. Mal gucken, was... Ah, Pac-Man, okay. Und Automatenkind als Errungenschaft unten freigeschaltet. Cool. Wie mache ich das? Kann ich hier mit den Pfeiltasten bewegen oder muss ich Maus nehmen? Okay, wie komme ich nur... Ah, okay. Also doch, Maussteuerung. Ziemlich komisch, kann ich hier nicht... Doch, ich kann die Pfeiltasten nehmen, cool. Pillen natürlich sammeln. Und jetzt kann ich die Totenköpfe da irgendwie killen, glaube. Ganz genau, oder zurücksetzen vielmehr. Ist ein klassisches Pac-Man-Game dann eben. Weiß nicht, ob man hier dann eben noch weitere Errungenschaften freigeschaltet bekommt, die mehr Punkte man dann eben in solch Game erreicht. Egal wo, ob nun hier in, weiß nicht, wie das jetzt hieß, dieses Space Invaders-Spiel. Ob da dann, und auch hier daneben, dass man dann eine bestimmte Anzahl an Punkten daneben erreichen muss, um eben, dass da eine Errungenschaft eben für getriggert wird. Aber ich möchte das hier jetzt auch nicht überreizen in diesem Let's Play dann. Ja, lass uns mal möglichst bald daneben auch hier wieder abdampfen. Mal gucken, ob ich noch schaffe, irgendwie jeden einzelnen Punkt hier dann eben mitzunehmen.
Aber denke doch mal, so sehr schwierig ist das hier nicht. Kein Fall. Oh, die Sounds auch, ey. Mega laut gerade. Ja, Moment, Sadie, ich mach dich mal eben. Ich schalte mal eben den Alarm noch aus. Dann bin ich gleich soweit. Bloß noch die Pünktchen da unten einsacken und dann. Dann mache ich hier auch Feierabend für die. Wo sind wir drin? In der 23? Nee, in der 24, glaube. Dann war das auch hier für. Oh, cool. Wir sind einmal durch. Replay oder quit. Wir quitten mal. Dachte, dann käme das nächste Level und du kannst weiterhin dann eben Punkte sammeln. Ja, ist die 24. Folge, die jetzt hier mit vorbeigeht. Wir werden trotzdem mal den ganzen Bildschirm hier noch abchecken, was hier noch los ist. Würde meinen, dass ich den auch abgehakt habe und ja, in der 25 womöglich nächste Woche dann, wann auch immer die kommen wird, ich denke mal nächste Woche dann, hier dann eben nichts verdrömle, dass ich hier irgendwie was übersehen habe oder so. Deswegen lass mir mal hier noch eben abchecken, ich hier Feierabend mache. Emily meint, hey Detective, hey Blutwalfa. Emily, was tust du hier? Ach ja, stimmt, Emily hat gefehlt im Camp. Da saßen bloß die beiden anderen rum, okay? Papa hat mich und meinen Babybruder mitgenommen, um den Weihnachtsmann zu sehen. Aber der Weihnachtsmann ist lahm, also versuchen wir Spielzeuge aus der Greifmaschine zu klauen. Aufgeregt wegen Weihnachten? Uff, ich hasse Weihnachten. Jeder ist bei seiner Familie, das Wetter ist scheiße und wir müssen mit Papa rumziehen, um Zeug für unter dem Weihnachtsbaum zu klauen. Schrottigste Zeit des Jahres. Was ist mit dem Weihnachtsmann? Du freust dich doch sicher schon auf seinen Besuch. Der Weihnachtsmann ist eine Lüge, Detective. Manchmal mache ich mir ernsthaft Sorgen um deine Ermittlungsfähigkeiten. Wenn du netter wärst und keine Spielhallen ausräumen würdest, vielleicht würde er dich dann besuchen. Ich verstehe nicht, wie die zwei Sachen zusammenhängen. Okay. Ah, Emily, ey. Hast du dir was Schönes vom Weihnachtsmann gewünscht? Dieser Dumpfkopf schreibt mir nicht, also schreibe ich ihn auch nicht. Außerdem ist das nicht ein bisschen weit hergeholt, um die ganze Welt fliegen und Kindern Geschenke geben. Was für ein Verbrechen der Vergangenheit. Versucht Blut, was? Rote Hose zu vertuschen. Okay, Emily. So sind also deine Ansichten. Alles klar, alles klar. Kann ich natürlich nachvollziehen. Tschüss, Emily. Bis später, Jungs. Gehen wir mal zu Pete rüber. Hey, Freundchen, keine Zeit. Siehst du nicht, dass ich gerade am Klau... Oh, hallo, Officer. Der wollte auch gerade ausrauben. Ich dachte, er kümmert sich da um den Automaten, dass er wieder anspringt. Mann, ey. Warum ist da ein Kind drin? Das muss wohl reingekrochen sein, als ich gerade nicht hingeschaut habe. Klein Jimmy ist da drin. Aber Dana, du hast mir gesagt, ich soll da reingehen und dir die schönen Sachen rausgeben. Klappe. Kinder, was? Sagen die verrücktesten Dinge. Zu gut, zu gut. Kaputter Automat hier hinten, der ist außer Betrieb. Oh, Ramping Monkey ist mein Lieblingsspiel hier. Schade, ey. Das hat irgendwie was mit Rampage zu tun, kann das sein? Oder mit dem Mario, mit Donkey Kong? Ja, ja, ja. Also das erste Donkey Kong Spiel, das eben diese Spielhallenversion aus den... Ja, ist das 80s oder ist das gar 70er schon? Zurückliegend? Ich glaube 80s. Oder 70er, 70s? Ich weiß das gerade nicht genau, da muss ich nachsehen, aber... Erkennt man doch. Da, wo oben Donkey Kong sitzt und du bist als kleiner Klempner, glaube ich, unten unterwegs. Das war Marios erster Auftritt, glaube ich zumindest. Also, möchte meinen, diese Donkey Kong-Spiele gab es schon vor dem ersten Mario-Titel für NES dann. Und Donkey Kong schmeißt oben dann eben immer diese Fässer runter und du musst irgendwelche Leitern zu ihm raufkrabbeln und ihn dann eben bezwingen, glaube ich. Bezwingen. Oder musst du einfach bloß einen Ausweg finden aus diesem Level gen Norden hoch? Das weiß ich auch nicht mehr genau. Ist schon eine Ewigkeit her, da wo ich da zockte. Oh ja. Noch nicht mal auf der Switch, glaube ich, gezockt. Ich glaube, da kannst du halt auszocken. Wenn du ein Internet für die Konsole hast. Da kannst du ja dann mit dem Internet-Abo, was nicht teuer ist, glaube ich, im Monat. So 2-3 Euro müsste das kommen.
Und im Jahr dann noch weniger. Natürlich gibt es da dann eben Rabatt. Holst du dir 12 Monate dann? Da kannst du aber Klassiker zocken. Vom NES, vom SNES und ich glaube auch Automaten gerade. Bin mir da nicht sicher, aber es gab auch eine NES-Version zu Donkey Kong, möchte meinen. Und die kann man dort zumindest dann eben, die lässt sich dort zumindest dann eben zocken. Habe ich aber nie getan mit meiner Switch. Nee, nur immer die Mario-Titel dann. Oder vermehrt SNES-Titel dann eben auch. Statt die NES-Klassiker dann, die noch ein bisschen was älter dann eben sind. 8-Bit-Technik. Ja, okay. Dann gehen wir hier raus. Ich glaube, ich habe alles abgecheckt in diesem Bildschirm jetzt. Dann können wir hier Leine ziehen und ich mache Feierabend für die 24 hier. Würde meinen, oder habe ich hier noch irgendwo was übersehen? Greifautomat hier unten drin vielleicht? Warum ist da ein Kind drin? Ja, das hatten wir schon durch. Emily hatten wir durch, okay. Dann kann ich hier tatsächlich austreten. Okay, dann mache ich das auch. Ich hoffe, du hattest Spaß hier auch wieder mit dieser Folge dann eben und diesem Fall dann eben, diesen ersten Bonusfall von unseren, ja, noch offenen Dreien dann. Dann bin ich weg, wie gesagt. Ich hoffe, du hattest Spaß nochmals und ich hoffe, du bleibst auch weiterhin gesund. Mann, ey. Die Weihnachtszeit, die naht echt und ist gerade auch... Ja, passt gerade auch so prima, dieser Fall hier. Wie gut, dass es hier auch einen Weihnachtsfall gibt. Ich bin dann weg. Haltet die Ohren steif. Nochmals. Tschüssi dann. Wir sehen uns weiterhin. Muss mal gucken, ob nächste Woche was kommt, aber wir werden es erfahren. Bis dann. Tschüssi.